Ja, diese Statue der Künstlerin Margret Blume-Cárdenas haben wir mit der Neueröffnung des Museums nach dem Umbau 2017-18, dann im Dezember 2018, neu in unserem Repertoire. Seitdem präsentieren wir sie. Die Künstlerin, eine Berliner Bildhauerin, hat sie im Jahr 2013 geschaffen aus Sandstein, aus einem Sandsteinbruch im Elbsandsteingebirge, wo die Künstlerin auch regelmäßig selber tätig vor Ort ist. Und dargestellt ist eine Daphne, die Statue einer Daphne, also eine mythologische Figur, die sich ja in einen Lorbeerbaum verwandelt, so die antike Sage, nachdem sie also von Apollon, dem Gott Apollon, verfolgt wurde. Und diese Situation der Verwandlung ist hier auf eine sehr eigene Art von der Künstlerin interpretiert worden. Nebenbei möchten wir die Künstlerin Margret Blume-Cárdenas dieses Jahr auch noch, sobald es möglich ist, ehren mit einer eigenen Ausstellung, die sie zusammen mit der Künstlerin Barbara Müller-Kagler präsentieren wird. Eine Sonderausstellung in der Kombination Plastik, also Skulptur und Malerei. Ja, unser neuestes Stück hier auf dem Skulpturenhof ist diese Mädchenfigur von dem Künstler Karl-Heinz Krause, der im letzten Jahr verstorben ist. Und es ist erfreulicherweise auch eine Schenkung, die wir von dem Verleger Rutzen bekommen haben und der uns auch schon sehr wohldienlich gewesen ist bei der Ausstattung unserer Bibliothek. Und jetzt können wir also auch diese Bronzefigur hier auf unserem Hof als neues Exponat präsentieren. Karl-Heinz Krause ist ein in Westdeutschland bekannter Künstler. Er hat nach dem Krieg zunächst in Ostberlin, dann anschließend in Charlottenburg in Westberlin bei Künstlern wie René Sintenis und Richard Scheibe studiert, hat später auch verschiedene Preise gewonnen. Beispielsweise hat er dann auch für die Königin Beatrix von den Niederlanden eine Figur geschaffen, die der damalige Bundespräsident im Jahr 1982 Karl Carstens der Königin geschenkt hat. Also ein renommierter Mensch, und wir freuen uns, dass wir jetzt auch eine Mädchenstatue in Bronze hier auf dem Skulpturenhof präsentieren können, denn Winckelmann hat nicht nur Jünglinge beschrieben, sondern in seinen Schriften, sondern auch Frauen- und Mädchenfiguren spielen bei ihm auch eine Rolle. Hier jetzt eine moderne Variante, eine Art ja fast Torso, die Kopf und Arme fehlen, aber in einer sehr der Antike verpflichteten Ausdrucksweise. Ganz im Zeichen der Archäologie steht auch dieses Relief. Und zwar ehrt es in dem Falle nicht Winckelmann, sondern den anderen sehr bekannten deutschen Archäologen, nämlich Heinrich Schliemann. Die Künstlerin Christa Sammler schuf mehrere Relieffelder, die zusammengenommen hier diese Komposition ergeben. Und dargestellt sind Zitate aus Troja, aus dem Trojanischen Krieg oder eben auch ganz konkrete antike Kunstwerke, antike Artefakte, die sie hier ins Relief umgesetzt hat, also dreidimensionale Bildwerke jetzt hier in Reliefform, kleine Elemente, aber auch Vasen, hier eine berühmte Malerei aus der griechischen Bronzezeit, alles Sachen, die also von Heinrich Schliemann damals ja entdeckt wurde, oder das, was er eben auch gesucht hat, was dann also im Nachhinein entdeckt wurde, die berühmte kretische und minoische und mykenische Kunst. Und sie hat daraus aber eine ganz eigene Interpretation gemacht. Und zwar wirken diese Funde gewissermaßen wie Relikte, die auftauchen und zugleich auch an den Trojanischen Krieg gemahnen. Der Trojanische Krieg, ein aus der Mythologie bzw. aus den Sagen des Homer entstandene Geschichte, ein Epos, was möglicherweise auch einen Kern Wahrheit trägt und jetzt hier gewissermaßen wie nach einem im Zusammenhang eines Schlachtfeldes die einzelnen Elemente präsentiert.
Die Künstlerin Christa Sammler hat dem Winkelmann-Museum und der Winkelmann-Gesellschaft freundlicherweise auch ihr künstlerisches Œuvre hinterlassen. Wir ehren sie damit auch in einem extra Sammlungskabinett in unserem Mäzenatenmuseum. Das heißt also, hier ist der künstlerische Vorlass von Christa Sammler zu sehen. Und hier auf dem Hof dieses eine Kunstwerk schon mal auch als Anregung für all die anderen Sachen, die wir von ihr in unserem Bestand wissen. Das Winkelmann-Museum befasst sich ja im Sinne von Johann Joachim Winkelmann nicht nur mit den schönen Künsten und den schönen antiken Bildwerken, sondern auch mit der Archäologie im eigentlichen Sinne, also mit der Grabungs- und Feldarchäologie. Und der Künstler Wolfgang Friedrich hat beide Aspekte, nämlich das Künstlerische und das Feldarchäologische, in diesem Kunstwerk zusammengebracht. Es nennt sich auch ganz schlicht archäologisches Grabungsfeld. Und man muss auch sagen, es ist auch eine echte künstlerische Herausforderung, ein archäologisches Grabungsfeld künstlerisch zu gestalten. Er hat es als Bronzerelief, also in einer sehr traditionellen Technik, gießen lassen. Und es zeigt gewissermaßen eine Struktur, eine Grabungsstruktur mit verschiedenen Funden und vor allen Dingen auch mit wertvollen Funden, mit Statuen. Hier eine weibliche Statue, hier sieht man eine weitere kleinere Figur, Köpfe, die teilweise auch an Ägyptisches erinnern mögen. Und wenn man näher rantritt und sich das Werk sozusagen von oben anschaut, stellt man fest, dass er ja diese Figuren und diese Funde gewissermaßen lebendig werden lässt. Also man hat das Gefühl, diese einzelnen Figuren, die hier aus dem Boden hervortreten, werden beinahe lebendig. Sie kommen also in weichen Kurven zutage. Also die Archäologie ist eine sehr lebendige Angelegenheit. Der Künstler schuf das Werk in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und es gehört also zu unserem Kernbestand unserer Sammlung. Dieses monumentale Relief hat der Künstler Friedrich B. Henke, auch ein Berliner Bildhauer, für den Hof des Winkelmann-Museums geschaffen. Es nennt sich auch Winkelmann-Ehrung. Dazu gehört auch noch eine Plastik, eine Jünglingsskulptur. Aber bemerkenswert ist eben vor allem dieses Relief, das Elemente zusammensetzt aus Rom, also einzelne Ansichten, berühmte Monumente, antike Monumente aus Rom, aus der Stadt Rom, in Kombination mit den Büchern Johann Joachim Winkelmanns und natürlich das Medaillon mit dem Porträt Winkelmanns selbst, quasi wie in einer Collage zusammengesetzt. Also man sieht hier die Bücher Winkelmanns zwischen verschiedenen bekannten Monumenten, wie hier zum Beispiel den Septimius Severus Bogen, die Hestius-Pyramide, die berühmten Säulen in Rom und so weiter und so fort. Und das Bemerkenswerte ist, er hat das Werk in den 80er Jahren geschaffen und dieser Herstellung dieses Reliefs ging eine Romreise des Künstlers voraus. Das war damals natürlich zu DDR-Zeiten eine besondere Ehre für den Künstler, ein Erlebnis, ein ganz prägendes Erlebnis für den Künstler. Und er konnte von diesen Erfahrungen und diesen Eindrücken schöpfen. Und daraus entstand also sozusagen hier diese Gesamtkomposition. Und ein weiterer Fakt ist interessant und für uns auch von besonderer Freude, nämlich im Dezember letzten Jahres, also vor wenigen Monaten, hat Friedrich B. Henke uns auch noch eine Schenkung gemacht, nämlich Zeichnungen und Aquarelle, die während dieser Romreise entstanden sind. Ja, also schöne Aquarelle zum Beispiel von den Caracalla-Thermen, aber auch Zeichnungen, die sozusagen Entwürfe sind für die Gesamtgestaltung hier dieses Reliefs, also Vorarbeiten. Und so können wir uns jetzt freuen, zusammen mit dieser neuen Schenkung und diesem Relief, können wir den Arbeitsprozess gewissermaßen hier im Museum dokumentieren.